Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Schlag den Raab zusammen mit Ballmeister. Hallo! Wir spielen jetzt das nächste Minispiel, was wir noch nicht gespielt haben, und zwar Kuhmelken. Spielinfo: Melke eine Kuh. Wer in einer bestimmten Zeit die meiste Milch gemolken hat, gewinnt. Keine Sorge, wir benutzen nur Kühe mit Biosiegel. Die Milch müssen wir hinterher aber trotzdem wegschütten. Das ist aber schade. Steuerung: Halte die Wiefern quer mit beiden Händen, als ob du ein Lenkrad halten würdest. Die Oberseite schaut dabei zu dir. Neigst du die Wiefern nach links, wird die linke Zitze gemolken. Neigst du nach rechts, wird die rechte Zitze gemolken. Melke aber nicht zu hektisch. Die Kuh hat auch Gefühle. Finde das optimale Tempo. Ihr spielt abwechselnd. Wer schafft in einer Minute die meiste Milch? Na, da steht die Kuh. Sieht ja komisch aus. Ja. Durchgedrückten Rücken. So. Tanja beginnt. Hol kurz, nur keine, ne? Scheu, die Kuh freut sich schon. So, ich bin jetzt als erstes dran. Und es kommt wieder die gleiche Musik wie beim Sägen. Gucken wir mal, wie viele Milliliter ich hier noch aus der Kuh Sekunden rausbekomme. Das war ein bisschen falsch. Ja. Ist das Glas nun halb voll oder halb leer? Ich hoffe mal, ich mach's nicht falsch. Aber eigentlich sieht das ganz okay aus. Irgendwie ist es jetzt so langsam geworden. Dann kommt's mir so vor. Nur noch wenige Sekunden, dann ist es geschafft. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Hui! 564 Milliliter. Ja, Mensch, ein halber Liter ist so ganz okay. In der Zeit. Ich krieg wenigstens eine neue Kuh, weil wenn die leer ist, dann, ne? So, Georg ist dran. Gucken wir mal, wie er sich schlägt. Also, da kommt natürlich kein Countdown oder so. Sondern einfach so. Los. So, Rekord liegt bei 564 Milliliter. Ich glaube, der Kuh macht es genauso viel Spaß wie dir. So, bin ich aber mal gespannt. Ach, man weiß, macht es ein bisschen anders, glaube ich. Macht es nicht ganz bis runter. Ob die Kuh noch lange stillhalten kann? Jetzt bloß nicht an den Muskelkater danach denken. Pff, das ist mir egal. Soll ich gewinnen? Wahrscheinlich nicht so sein wird. Oh, so also knapp. Die Kuh hat sich ja nicht gelegen. Die wird vor jeder Runde frisch gefüllt. Gefüllt. Erstmal freuen und dann schnell die Finger waschen. Ja, sehr schön. Das ist gerade gemacht. 10 Milliliter, Alter. Sehr knapp war das jetzt gerade. Unfassbar, alle Versuche, Tanja aufzuhalten, bleiben erfolglos. Okay, 13:0 steht es für mich. Sehr schön. Und jetzt geht's direkt weiter mit dem nächsten Spiel. Was kommt jetzt? Spiel 4. Das heißt, als letztes spielen wir ein Minispiel doppelt, ne? Ja. Buchstaben. Okay. Spielinfo: Du bekommst Wörter vorgesprochen und sollst sagen, wie viele Buchstaben sie haben. Also hör gut zu. Wenn du dich nicht verzählt hast, bekommst du abhängig von der Wortlänge Punkte. Längere Wörter bekommen übrigens deutlich mehr Punkte pro Buchstaben als kurze Wörter. Wer schafft in einer Minute die meisten Punkte? Zeige mit der Wii-Fernbedienung auf den Pfeil über oder unter einer Zahl und drücke den A-Knopf, um die Zahl zu verstellen. Vergiss nicht, deine Kombination mit dem Eingabebutton neben den Zahlen zu bestätigen, wenn du die komplette Nummer eingestellt hast. Ihr spielt abwechselnd. Jeder hat eine Minute Zeit, so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Ah, okay. Tja, kann man auch sehen, das Wort auf dem Bildschirm bitte? Ich will die Buchstaben zählen. Okay. Tanja, rück die Haare beiseite und leg die Ohren frei. 3, 2, 1. Eisen. 5, ne? Weiter so, jetzt bloß nicht ablenken lassen. Von meinen Kommentaren oder so. Balkon. 6.
wenn ich mich jetzt nicht irre. Hui! Richtig, Pumpstationen. Pumpstationen. Och. Alter, das ist richtig lang. Weißt du's? Nee. Sagen 13? Boah. Zum Glück, ey. Richtungsanzeiger. Wie lange noch? Wasserwerksrechnung. Wasserwerksrechnung. Nee, das weiß ich jetzt nicht in der kurzen Zeit. 82 Punkte. Einiges vorgelegt. Einiges vorgelegt. Naja. Also ist schon ziemlich schwer. Armee. Nee, Doppel E geschrieben, ne? Sehr schön! Richtig, 10 Punkte. Rennleiter. Rennleiter. Was ist das? Ach, komm! Ach, 10 Buchstaben. Luftgewehr. Jetzt sind es aber 9. Oh. Hä? 10. Nachzahlung. Einfach weil es die ganze Zeit drin waren. Du willst mich doch verarschen, Alter. Was ist das für ein Kack? Begräbnis. Begräbnis. Neun. Ich zähl's doch nach. Du willst mich verarschen. Kapitalist. Kapitalist. Anklage. Nö. Weißt du, mit so einem Kack, da kann ich die Fernbedienung gleich weglegen. Buchstaben und Zahlen in einem Spiel, das war wohl ein bisschen zu viel für dich. Ich habe jedes Mal nachgezählt. Ein wichtiger Sieg für Tanja und eine schöne Niederlage für ihre Spötter. Da. Gut, habe ich knapp gewonnen. Ja. Somit steht es jetzt 1234:0. Und dann machen wir mal weiter mit dem nächsten Spiel. Und unser nächstes Spiel heißt Spiel Nummer 5. Minigolf. Minigolf, hurra. Das spielen wir doch besonders gern. Schlage einen Ball mit einem Golfschläger über eine Bahn auf eine Zielscheibe. Wenn der Ball auf der Zielscheibe liegen bleibt, gibt's Punkte. In der Mitte natürlich die meisten, ist ja klar. Jeder Spieler bekommt 3x3 Bälle. Ihr Sieger ist, wer am Ende die meisten Punkte hat. Halte die Wiefung wie einen Golfschläger beim Minigolf. Wenn du den A-Knopf gedrückt hältst, kannst du durch Drehen des Handgelenks zielen. Wenn du den B-Knopf gedrückt hältst, kannst du durch eine golftypische Schlagbewegung Kraft sammeln. Lasse B los, um den Ball abzuschlagen. Ohne den B-Knopf kannst du übrigens vorher ein paar Probeschwünge machen. Ihr spielt pro Runde abwechselnd jeweils 3 Bälle. Wer nach 3 Runden die meisten Punkte hat, gewinnt. Georg fängt an. Ja, der ist schon so gut wie verloren. Warum steh ich denn da? Alter vor Schönheit. Georg fängt an. Also, wie kann ich jetzt irgendwas... Was kann ich jetzt machen? Drehen. Zielen. Der schlägt durch den Ball durch. Und der Ball, der ist festgewachsen, der kann da nicht weg. Siehst du es? Ja. Der hat keine Masse. Hey, ich drück doch B. Also. Ja, jetzt weiß ich. Ihr wollt mich doch verarschen! Brauchst du Hilfe? Halt's Maul, du hässlicher Kommentator, Alter. Aber was ist denn das jetzt?
Du musst jetzt anders zielen von dort aus. Weil er nicht reagiert hat. Und dann habe ich nochmal versucht zu proben und dann hat es natürlich auf einmal gezählt, aber wie doll muss man denn machen? Schon wieder nicht gezählt. Sag doch, dass ich B loslassen muss, nein, Alter. Das war nix. Da heißt es weiterkämpfen. Och, wie unfair. Wie viele Punkte bringt dieser Ball? Ah, das sieht doch gut aus. Immerhin, beim nächsten Mal 6. Schaffst du aber die 10. Versprochen? So, Tanja ist dran. Dann wollen wir mal. So, hier kann man natürlich auch wieder so machen, dass man erstmal. Hallo? Wie kann ich ein B. Achso, mit A. So. Also, man braucht nicht warten, bis es wieder runtergegangen ist. Genau wie bei dem Theke und so weiter. So. Ach, ja, genau, 10. Alter. Sehr schön. Ich habe ja keine Chance. So, dann machen wir hier wieder schön in die Mitte. Man kann auch mit B gedrückt halten und dann Probeschläge machen. Ja. Im Prinzip. So weit, so gut. Oh, das war sogar ein bisschen verzielt. Einen sehr Punkt schön. Bloß. Das gibt ein paar wertvolle Pünktchen. Ein paar? Okay. Ich muss nicht als eins ein paar als. So. Gucken wir mal. Und los geht's. Das war ein bisschen zu heftig. Ja. Gute Punkte aber, da geht noch mehr. Na, ein Punkt wenigstens noch. 12. Keiner der Spieler freut sich. Da muss wohl Tanja in Führung liegen. Alter, wie ständig Witze darüber macht, ne? So richtig fies eigentlich. Die arme Tanja. Die ist nun mal so. Hä, warum hat er auf einmal so... Ihr wollt mich doch alle verarschen. Ich zieh komplett woanders aber hin. Aber schaffst du auch die Mitte? Warum zählt ihr überhaupt so behindert? Na, damit man es erst anpassen muss wieder. Na, das sah doch gut aus. 6 Punkte. Natürlich wieder nur 6. 6 saftige gemacht? Punkte. Und damit führt Tollmeister. Ja, wow. Bist du noch dran, diese Runde? Mann, ich hab komplett woanders hingezielt. Gut gemacht. Solch präzise Schläge muss man erstmal nachmachen. Mann, diese Scheiße regt mich auf, Alter. So eine hässliche Steuerung, die funktioniert am Ende nicht mal richtig. Meine Fresse. Nicht so einfach das Ganze. Versuchen wir hier mal wieder gut Punkte zu kriegen. Und wo rollt der Ball diesmal hin? So. Ja. Na also, 6 Punkte. Es geht doch. Ganz okay. Frage mich, warum man nicht einfach mit Steuerkreuz die Richtung wechseln kann, aber egal. Ist halt so. Geht halt nicht anders. So. Machen wir mal so. Ja. Das war noch gar nicht so übel. Dann ist jetzt 6 oder 10? Ich bin 6. Ja, war glaube ich auch näher an der 6. Okay, dann machen wir wieder hier in die Mitte. Oder? Ja, doch, müssten 6 gewesen sein. Naja. Und das gibt die volle Punktzahl. Das ist ja der klar. Wahnsinn. Ah, das waren jetzt 10. Klar, Alter. Immer genau auf der Linie. Hier kommt die nächste Runde. Ja, muss ich jetzt ja 30 machen und dann musst du quasi weniger als 10 machen, damit ich überhaupt eine Chance habe. Ja, ich drehe einfach komplett in irgendeine Richtung, obwohl ich gar nichts mache. Wenn der jetzt nicht trifft, ne? Was passiert dann? Schlag ich schöner Abschlag.
Ich habe viel hat früher getroffen. B getroffen. Das war schon ganz gut. Mann, ja, jetzt brauche ich schon gar nicht mehr versuchen, Alter. So. Hallo. Oh. Noch ein paar von diesen Schlägen und statt der Kohle gibt's Hartz IV. Alter, diese Kommentare, Mann. Hast du es gehört? Noch ein paar von diesen Schlägen und statt der Kohle gibt's Hartz IV. Ja, Hartz IV ist keine Kohle oder was? Aber wieso denn Hartz IV? Man hat doch einen Job oder so, oder nicht? Ja eben, ich bin ein Streber, ich hab doch einen Job. Hallo? Ach so. Oder meinen die, dass man dann, dass der Arbeitgeber einen dann so scheiße findet, dass er einen kündigt oder was? Ja, genau. Einen feuert. So. Warum dreht sich bei dir so langsam? Warum kannst du so präzise zielen? Na, bei dir ist es auch so. Nee, bei mir war es komplett anders. Viel anders, Mann. Mir war es viel schwieriger. Ach so. Das ist natürlich unfair, ne? Hallo. So. So, nochmal 6 gut, saftige mal Punkte. Ein bisschen mehr in die Mitte, ja? Ja. Hä? Hallo? Wirklich, dieser Typ, der regt mich inzwischen so auf, ich soll einfach die Fresse halten, weil ich selber kann das ja nicht, sonst will er es ja nicht nur kommentieren. Und zweitens, das war ja fast in der Mitte. So, immerhin, beim nächsten Mal schaffst du aber die 10, versprochen? Halt die Schnauze jetzt! Tanja hat eine klasse Leistung beim Golfen hingelegt. Ja. Das kann man einfach gar nicht anders sagen. Ein verdienter Sieg. An so ein Scheißspiel. Okay, dann gucken wir mal, wie steht's Tanja, denn jetzt? Alles okay bei dir? Du lächelst ja. Inzwischen steht es schon 12.345 zu 0. Also schon über 10.000 Punkte bin ich vorne. Und dann gucken wir jetzt mal, womit es dann im nächsten Part weitergehen wird. Mal sehen, Spiel 6. Was wir als nächstes für euch haben. Das ist, glaube ich, das Reaktion. Letzte Spiel, was wir noch nicht gespielt haben, ne? Reaktion. Ach, das. Oh, ich glaube, das ist cool. Wir machen das nächste Spiel, das nennt sich Reaktion. Auf einer Wand leuchten in zufälliger Reihenfolge Lampen auf. Immer wenn du eine ausschaltest, geht die nächste an. Schalte alle Lichter so schnell wie möglich aus. Hier gewinnt derjenige, der insgesamt am wenigsten Zeit gebraucht hat, also Dalli Dalli. Zeige mit der Wii-Fernbedienung auf eine Lampe und drücke den A-Knopf, um sie auszuschalten. Und beeil dich gefälligst. Ach ja, am Ende gehen nochmals alle Lampen auf einmal an. Lösche sie alle, dann bist du fertig. Ah, was? Los geht's. Ihr spielt abwechselnd. Warum muss ich denn anfangen? Die Vorzeit eures Vorgängers zu unterbieten. So, dann muss ich aber hier mal Georg. Ein bisschen Platz verschaffen. Wieso ist doch egal, ob du anfängst oder nicht. Georg darf seine Reflexe als erster testen. Hallo. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Streng dich an, das könnte eine super Zeit werden. Alter. Ich glaube, jemand mit Lichtallergie wäre kaum schneller gewesen. Er hält momentan den Rekord. So, Georg hat den Rekord 36,97 aufgestellt. Dann gucke ich mal, ob ich schneller sein kann. Auf die Plätze, fertig, los, würde ich mal sagen. Hier wird gleich mit einem Affenzahn vorgelegt. Gib alles! Ah, genau. Haha, 32, 76. Mann, lass doch bitte ein Spiel gewinnen, ey. Sieht so aus, als hätte Tanja das Spiel gewonnen. Ja.
Sehr schön. Na, dafür wirst du bei den Quiz spielen besser. Ist das der Beginn einer Siegesserie? So, damit steht es jetzt 123.456:0. Und wir machen weiter. Jetzt kommt, glaube ich, wieder ein Spiel, was wir schon gespielt haben. So, 1.234.568:7. Sehr schön. Habe ich gewonnen. Und jetzt gucken wir mal noch kurz auf die Abschlusssequenz, falls er überhaupt eine kommt. Ja! Da bin ich. Was macht sie? Wow. Was machst du da, Alter? I, was machst du da? I. Ich glaube, ja. Sieht sehr merkwürdig auch. Ein bisschen falsch. Ja. Und ich stehe einfach nur da. Ja. Das ist eigentlich der Typ gewonnen. da in dem roten Anzug, der hat doch gar nicht mitgemacht. Na, Elton. Ja, aber der hat ja gar nicht mitgemacht. Na und? Der gehört ja auch dazu. Nee. Ja, also ich habe jetzt hier gewonnen und ja, ist mir eigentlich kackegal und warum klatschen überhaupt alle? Können wir aufhören, ey? Ich nehme jetzt mein Geld. Ach, das Geld ist mir auch egal. Ich hau jetzt einfach ab. So, sehr schön. Gewonnen. So, Minispielarena brauchen wir nicht zu spielen, denn da können wir nur alle Minispiele spielen, die wir bereits gespielt haben. Deswegen gehen wir jetzt noch kurz ins Bonus... Oh, ich habe sogar 80.000. Ins Bonusmenü. Wir könnten jetzt hier gar nichts kaufen. Wir könnten kaufen... Judith, Markus, Minispiel mehr oder weniger, was wir schon gespielt haben. Minispiel Sägen, was wir auch gespielt haben. Und Stefan Raab, höchste Schwierigkeitsstufe. Ja, das bringt es eigentlich nur, wenn man Singleplayer spielt. Ne? Also die Sachen sind eigentlich ziemlich unnötig, außer Judith und Markus vielleicht. Aber naja, ist jetzt auch eigentlich nicht so wichtig, weil die ist ja eh kaum ein Unterschied, außer dass sie mal und yeah oder so machen. Die Hand hat eine andere Farbe, glaube ich. Ja, Wahnsinn, das müssen wir zeigen. Ja gut, dann wären wir jetzt fertig, oder? Ja. Sascha konnte leider nicht dabei sein, er hatte bis jetzt keine Zeit. Ja, das ist äußerst schade, denn in der Party ist es ja wunderbar dafür geeignet, dass man ja auch mit 3 oder 4 Spielern spielen kann. Was wir jetzt leider nicht testen konnten, da Sascha keine Zeit hatte. Okay, das nächste Let's Play wird dann Wii Party U sein für die Wii U. Und vielleicht wird da Sascha ja wieder dabei sein, falls er mal wieder die Zeit findet, hier mit uns was aufzunehmen. Ja, auf Wii Party U freue ich mich schon ziemlich. Das ist ja der Nachfolger von Wii Party logischerweise und das Ganze mit ein bisschen besserer Grafik quasi und neue Spiele und so weiter. Okay, also dann bis zum nächsten Video und tschüss. Tschüssi.